Er lebt im Schutz der Dunkelheit. Seine Höhle verlässt er nur zum Jagen. Wisst ihr, wen ihr hier vor euch habt? Ich gebe euch mal einen Tipp. Hallo Leute, schaut mal. So groß sind unsere Salamander. Oder eher, so klein ist dieser Feuersalamander. Der, um den es heute geht, ist riesig. Und trotzdem übersieht man ihn. Der Kerl da unten ist um ein Vieltausendfaches größer als unser Feuersalamander hier. Deswegen wird er auch Riesensalamander genannt. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die Verwandtschaft von diesem Riesen. Riesensalamander gehören zu den Amphibien. Ihre Vorfahren sind Fische, die vor 400 Millionen Jahren an Land gegangen sind. Aus ihnen haben sich die Amphibien entwickelt. Amphib bedeutet doppellebig. Und genau das sind diese Tiere auch. Sie leben an Land und im Wasser. Der Riesensalamander aber bleibt nur im Wasser, weil er mit seinen kurzen Beinen nicht so gut kriechen kann. Nur wenn er nach Luft schnappen muss, taucht er mal kurz auf. Es gibt drei verschiedene Amphibienarten. Froschlurche, das sind die Frösche. Die Schleichenlurche, das sind die Blindwühlen, die man leicht mit Regenwürmern verwechseln kann. Und die Schwanzlurche, zu denen gehören die Salamander. Das größte lebende Amphib der Erde ist der chinesische Riesensalamander. Um ihn zu sehen, bin ich nach China gereist, in die Provinz Hunan. Die ist bekannt für ihre hübschen Städte und die schöne Natur mit den vielen Bergen. Früher gab es dort viele Riesensalamander. Heute sind sie fast ausgestorben. Ihr Lebensraum wurde immer kleiner und sie wurden gejagt. In freier Wildbahn findet man sie nur noch mit viel Glück. Gut, dass es in Zhangjiajie eine Aufzuchtstation gibt. Dort bin ich mit Jiyong verabredet. Er zeigt mir den Garten. Der besteht aus angelegten Bächen. Also hier in diesen Gewässern soll es Riesensalamander geben. Ich habe jetzt echt gut geschaut, aber ich habe keinen einzigen entdeckt. Ist aber auch klar, die können sich super gut tarnen und sehen aus wie Steine. Habt ihr welche gesehen? Wir sind tatsächlich an einigen vorbeigegangen. Ich zeige euch mal wo. Hier schaut einer aus der Höhle heraus. Auf der anderen Seite habe ich gleich zwei Riesensalamander übersehen. Und hier sitzen sogar drei Tiere. Schau mal, da ist einer. Wenn er sich nicht bewegt, ist er wirklich schwer zu sehen. Am Abend wird er ganz aus seiner Höhle rauskommen, um was zu fressen zu suchen. Warum sind denn hier überhaupt Riesensalamander? Warum leben die hier bei euch? Ihr seid ja eine Rettungsstation. Wegen was müssen sie gerettet werden? Das hier sind alles wilde Salamander. Wir retten sie und bringen sie hierher. Damit es ihnen gut geht, haben wir ihre natürliche Umgebung nachgebaut. Die Salamander bekommen hier ihre Jungen. Früher haben wir die Eier der Weibchen mit dem Samen der Männchen befruchtet. Da sich die Tiere jetzt wohlfühlen, sorgen sie selber für Nachwuchs. Sie brauchen uns nicht mehr. Schau, er hat den Kopf rausgestreckt. Der kommt jetzt hoch zum Atmen. Die atmen über Lungen, genau wie wir, und haben nicht wie Fische Kiemen. Deswegen müssen die an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Wie lange können die denn unter Wasser bleiben ohne Luft? So 3 bis 4 Stunden. Wow! Das können sie, weil sie sich kaum bewegen und weil sie auch durch die Haut Sauerstoff aufnehmen. Sogar dann, wenn sie im Wasser sind. Habt ihr auch Jungtiere irgendwo? Bei uns bekommen die Riesensalamander ja Junge. Wir haben gerade ein- und zweijährige Tiere. Die sind da drüben in einer speziellen Station, wo wir uns um sie kümmern. Lass uns rübergehen. Cool. Riesensalamander sind nachtaktiv. Tagsüber verstecken sie sich in ihren Höhlen und schauen ab und zu mal raus. Die jungen Salamander sind in einem Gebäude, in dem es dunkel ist. Denn grelles Licht mögen sie gar nicht. Jiyong überprüft regelmäßig, ob die jungen Riesensalamander gesund sind. Schaut mal, ich habe jetzt hier die Einjährigen und Jiyong die Zweijährigen. Und meine kleinen Einjährigen haben so eine ganz süße Babybadewanne. Und sie haben noch Kiemen. Das sind die kleinen Büschel vorne am Kopf. Die bilden sich in den nächsten Monaten zurück. Bei den zweijährigen Riesensalamandern haben sich bereits die Lungen gebildet.
Sie können schon richtig atmen. Bevor wir die Tiere anfassen, müssen wir Handschuhe anziehen. Die Haut der Amphibien ist sehr durchlässig. Deshalb können sie von Keimen, die wir an den Händen haben, krank werden. Oh, das Wasser ist eiskalt. Ja, very cold. Also wir müssen unsere Hände kalt machen, damit sie die gleiche Temperatur haben wie die Salamander. Okay. Willst du den einjährigen oder den zweijährigen Salamander nehmen? Lieber erstmal den einjährigen. Ji-Yong zeigt mir, wie man ihn in die Hand nimmt. Die Haut des Salamanders ist mit einer Schleimschicht überzogen. Die schützt das Tier vor Verletzungen. Oh, der ist ganz schön flink. Halt die Hände so, dass er nicht abhauen kann. Das kann ich gar nicht fühlen, wie der sich anfühlt, aber er sieht ziemlich schleimig aus. Schon abgefahren, dass ein Tier, das mal so groß wird, mit einem Jahr noch so klein ist, oder? Wie groß er ist, werde ich gleich wissen. Die Salamander werden regelmäßig gemessen. Das gehört zur Gesundheitskontrolle. Das ist gar nicht so einfach, weil der sich so viel bewegt. Nur gesunde Tiere wachsen richtig. Wie groß ist unser Einjähriger? 13 cm. 13 cm. Ist das eine normale Größe für einen einjährigen Salamander? Ja, das ist eine gute Größe. Wie schnell wachsen die dann? In den ersten 3 Jahren wachsen sie eher langsam. Aber dann werden sie sehr schnell immer größer. So, jetzt nimm du den Zweijährigen. Ja. Ich probiere es nochmal. Der kleine Kerl ist viel ruhiger und lässt sich anstandslos vermessen. Okay. 20 cm groß schon, also 7 cm in einem Jahr gewachsen. Stimmt, ist gar nicht so viel. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wie groß die am Ende sind. Die älteren Riesensalamander leben in diesen Becken. Wir wollen noch schauen, ob es den 8-Jährigen auch gut geht. Den zu fangen ist gar nicht so einfach. Kein Wunder bei der Größe. Okay, sie hat ihn jetzt für uns gefangen. Ich glaube, das war nicht ganz ungefährlich. Wir bringen ihn jetzt raus. Okay. Boah, Leute, das ist ein ganz schöner Oschi. Schaut mal. Kann der gefährlich werden? Ja, das kann er. Ein Riesensalamander hat 2 Reihen scharfer Zähne und kann blitzschnell zubeißen. Dann halte ich mich da jetzt lieber zurück. Ji-Yong passt auf, dass er das Tier hinter dem Kopf hält. Darf ich es mal da hinten anfassen? Ja. Boah, der fühlt sich selbst durch den Handschuh total schleimig an. 4 Kilo? Und? Was sagt uns die Zahl? Das ist genau das richtige Gewicht. Jetzt fehlt noch die Körperlänge. Der Salamander zappelt erst etwas, dann lässt er alles brav über sich ergehen. 73 cm. Okay. Jetzt kommt noch ein Weibchen dazu. Es ist genauso alt wie das Männchen, aber etwas kleiner und sein Kopf ist schmaler. Daran kann man Männchen und Weibchen gut unterscheiden. Dann zeigt mir Ji-Yong noch den größten Riesensalamander. Er ist 60 Jahre alt, einen guten Meter lang und 54 Kilo schwer. Der ist wirklich riesig, Leute. Ich glaube, den kann man jetzt wirklich nicht mehr in die Hand nehmen. Ist wahrscheinlich auch viel zu gefährlich. Was würde denn passieren, wenn man jetzt da reingehen würde oder wenn du versuchen würdest, ihn zu fangen? Er ist zu schwer. Wir könnten ihn nicht richtig festhalten. Deshalb können wir ihn nur anschauen. Okay, dann glaube ich, lassen wir den lieber da drin. Warum sind die jetzt hier einzeln gehalten? Erwachsene Tiere sind Einzelgänger. Sie greifen sich gegenseitig an. Nur während der Paarungszeit lassen wir Männchen und Weibchen zueinander. Mit seinen 60 Jahren hat er noch nicht einmal die Hälfte seines Lebens hinter sich. Und er wird auch nie erwachsen, weil er immer seine Larvenform behält. Vom Frosch wisst ihr, dass die Larven, also die Jungtiere, anders als ihre Eltern aussehen. Die Kaulquappe, die aus den Eiern schlüpft, verwandelt sich. So lange, bis aus einer fischähnlichen Gestalt mit Kiemen am Ende ein Frosch mit Lungen geworden ist. Der Riesensalamander aber behält sein Leben lang seine Larvenform. Hier. Es wird ernst, Leute. Jetzt gibt's Futter. Ja,
Wir schneiden hier Fisch klein. Okay, den soll ich klein schneiden. Ji-Yong erklärt mir, dass ich den Fisch in gleich große Stücke schneiden soll. Die werden wir anschließend an die Riesensalamander verfüttern. Also in der Natur macht ja dem Salamander niemand so einen Fisch klein. Wie groß sind dann die Fische, die die fressen? Die Fische sind etwa halb so groß wie meine Hand. Okay. Die Riesensalamander zerkleinern ihre Beute nicht. Sie schnappen sie auf einmal. Sie reißen ihr Maul auf und saugen ihre Beute ein. Welcher Salamander kriegt das jetzt? Jeder, der älter als 3 Jahre ist. Deren Maul ist groß genug, um die Fischstücke zu packen. Für die jüngeren Salamander müssen die Fischstücke kleiner geschnitten werden. Okay, jetzt darf ich den Riesen füttern. Hier habe ich mein Stück Fisch. Rein damit. Und jetzt schiebe ich es ihm hin. Oh, ich bin erschrocken. Das war so schnell. Dabei hat er sich wahrscheinlich sogar noch Zeit gelassen. Ich glaube, das geht noch viel schneller. Ich glaube, der ist jetzt schon wieder satt. Für so ein großes Tier frisst er gar nicht mal so viel, finde ich. Er ist nicht der Einzige, den ich füttern muss. Jetzt haben wir echt jede Menge Fisch dabei. Einmal umfüllen, dann sind wir bereit. Die Riesensalamander auch. Sie kommen schon mal aus ihren Höhlen heraus. Besonders schnell sind sie nicht. Müssten sie einer Beute hinterherjagen, würden sie wahrscheinlich verhungern. Und richtig gut sehen können sie auch nicht. Ihre Augen sind sehr klein und mit einer durchsichtigen Nickhaut überzogen. Die verhindert, dass Dreck ins Auge geschwemmt wird. Die Fischstücke sieht der Riesensalamander also nicht so gut. Aber er hat einen raffinierten Trick entwickelt, wie er trotzdem an sein Futter kommt. Während er auf der Lauer liegt, spürt er, wenn sich etwas im Wasser bewegt. Und dann ist er auf einmal richtig fix. Ja. Der Riesensalamander öffnet sein Maul so flink, dass er einen Unterdruck, einen Sog erzeugt. So saugt er blitzschnell die Beute ins Maul. Jedes Mal erschrecke ich so. Forscher der Uni Wien haben mit einer Highspeed-Kamera gefilmt, wie der Riesensalamander zuschnappt. Wie schnell das in Wirklichkeit passiert, habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt könnt ihr auch seine obere Zahnreihe erkennen. In der Auffangstation gibt es auch einen Bereich, in dem der natürliche Lebensraum der Riesensalamander dargestellt ist. Da! Jetzt haben die Amphibien die Fische erbeutet. Die Landschaft des Zhangjiajie-Nationalparks ist atemberaubend. Die will ich natürlich auch in echt sehen. Die Felsen sind total abgefahren. Kein Wunder, dass hier schon große Kinofilme wie Avatar gedreht wurden. Tief unten schlängeln sich durch die schmalen Schluchten kleine Bäche. Hier haben früher einmal die Riesensalamander gelebt. Die riesigen Amphibien gibt es schon seit einer Ewigkeit. Sie gehören zu den Tieren, die seit Jahrmillionen gleich aussehen. Normalerweise verändern Tiere ihr Aussehen und ihr Verhalten. Sie passen sich so an ihre Umwelt an, die sich auch ständig ändert. Schaut mal, hier in China findet man immer wieder Versteinerungen von Riesensalamandern. Die nennt man auch Fossilien. Denn die haben schon zu Zeiten der Dinosaurier gelebt. Ziemlich cool, oder? Die Riesensalamander haben ihr Aussehen seitdem kaum verändert und deswegen nennt man sie auch lebende Fossilien. Welche Tiere noch zu den lebenden Fossilien gehören, zeige ich euch jetzt. Dass er eines ist, wisst ihr vermutlich schon, der Hai. Weitere lebende Fossilien sind die Schildkröte, das Schnabeltier aus Australien, der Tapir aus Südamerika und der Stör bei uns in Deutschland. Also Leute, irgendwas ist jetzt hier im Busch, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was los ist. Was passiert denn? What is happening?
Wir bereiten eine Auswilderung vor. Das gehört zu unseren Aufgaben. Wir wildern unsere Salamander aus und wir haben oft auch wilde Tiere, die wir wieder gesund pflegen und dann zurück in die Natur bringen. Ah, cool. Warum wird der ausgewildert? Es sollen wieder mehr Tiere in der Wildnis leben, damit nicht immer dieselben Tiere Nachwuchs bekommen. Denn dadurch können Krankheiten leichter weitervererbt werden. Super spannend, oder? Dann hoffe ich jetzt, dass sie den fangen können, ohne gebissen zu werden. Autsch. Heute werden zwei Salamander, die hier gezüchtet wurden, ausgewildert. Die Pfleger suchen ein Männchen und ein Weibchen aus. Die beiden sind 5 Jahre alt. Sie sind gerade geschlechtsreif geworden. Das bedeutet, sie können selber für Nachwuchs sorgen, der dann in Freiheit geboren wird. Werden die Riesensalamander denn irgendwie auf ihre Auswilderung vorbereitet? Ja, genau. Wir bereiten sie vor. Einige Wochen vor der Auswilderung füttern wir sie nicht mehr mit Fischstücken, sondern geben ihnen lebende Fische. So lernen sie, wie sie ihre Beute selbst fangen können. Das ist wichtig, denn sonst würden sie in der Natur verhungern. Okay, dann ab in die Freiheit mit den beiden. Das Abenteuer geht los. Ich hoffe, die beiden Riesensalamander werden auf der Fahrt nicht zu sehr durchgerüttelt. Unser Weg führt uns raus aus der Stadt in Richtung Berge. Nach etwa einer halben Stunde haben wir unser Ziel erreicht. Ich bin gespannt, wie das neue Zuhause der beiden Salamander aussehen wird. Mal schauen, wie es unseren Salamandern geht. Scheint ihnen gut zu gehen. Leicht sind die beiden nicht. Zusammen wiegen sie fast 10 Kilogramm. Gut, dass wir die Riesensalamander nicht stundenlang schleppen müssen. Ji Yong sagt, dass wir schon da sind. Ah, gleich hier? Okay. Da fühlen sie sich bestimmt wohl. Sehr schön hier. Ich bin gespannt, wie wir die Tiere freilassen. Einfach ab ins Wasser mit ihnen? Was zu fressen haben wir natürlich auch dabei. Ah, okay. Die Salamander werden jetzt erstmal hier ins Wasser gestellt, damit sich die Salamander an die Wassertemperatur gewöhnen. Ich schau mal, wie kalt es ist. Ja, schon eher frisch. Warum ist denn hier überhaupt der perfekte Platz, um die Riesensalamander auszuwildern? Hier in der Gegend haben sie früher gelebt. Und das schon seit vielen hundert Jahren. Das Wasser ist klar und sauber, es gibt viele Versteckmöglichkeiten und genug Futter. Also wenn wir ganz viel Glück haben, könnten wir theoretisch hier auch einen wilden Salamander sehen. Da müssten wir schon richtig viel Glück haben. Ja, also drücken wir die Daumen. Damit es von oben nicht zu warm wird, gibt es eine kleine Kaltwasserdusche. Ich glaube, Shoshinya sollte heißen. Vorsicht, hier ist es rutschig. Ji Yong ist sicher, dass unsere Salamander klarkommen werden. Hier haben sie alles, was sie brauchen. Okay, so, es ist soweit. Lass die beiden Salamander jetzt ganz langsam und vorsichtig aus der Kiste ins Wasser gleiten. Wir kippen sie nicht einfach rein, sondern lassen die Tiere selber aus der Kiste rauskriechen. Klar, wir wollen sie nicht erschrecken. Sie sollen sich in ihrem neuen Zuhause von Anfang an wohlfühlen. Beide sind im Wasser und machen nichts. Ist es normal, dass die jetzt da ganz still bleiben? Ich dachte, die suchen sich jetzt sofort eine Höhle. Das machen sie noch. Jetzt müssen sie sich erst in ihre neue Umgebung gewöhnen. In ein paar Stunden werden sie sich eine Höhle suchen. Das helle Tageslicht mögen sie ja nicht. Okay, wir müssen ihnen einfach ein bisschen mehr Zeit geben, aber jetzt bewegt sich der eine, das Männchen. Vielleicht will er doch schnell aus dem hellen Sonnenlicht raus. Denn normalerweise würde er jetzt in einer dunklen Höhle auf die Dämmerung warten.
Unser Männchen ist ein bisschen mutiger. Der geht jetzt auf Erkundungstour, schaut sich sein neues Zuhause an. Das Weibchen bleibt erstmal ruhig und checkt die Lage. Schau mal, da sind ja auch lauter kleine Fische. Wäre das denn jetzt auch eine potenzielle Nahrung für unseren Riesensalamander? Ja, das wären sie. Aber es gibt hier noch viel mehr, was sie erbeuten können. Kleine Frösche oder Krebse zum Beispiel. Das Männchen ist auf der anderen Seite des Bachs angekommen. Bei den Steinen findet es einen Unterschlupf. Für das Weibchen, das ist hier noch bei uns, habe ich aber noch eine kleine Starthilfe mitgebracht. Ein bisschen Fisch. Da kann sie sich schön voll futtern und ist dann erstmal versorgt. Mal schauen, ob sie überhaupt Hunger hat. Die Aufregung hat ihr wohl den Appetit verschlagen. Klar, bei all dem Neuen, das hier auf sie wartet. Auf jeden Fall wird sie jetzt auch neugierig und setzt sich in Bewegung, um ihr neues Zuhause zu erkunden. Ein abgefahrenes Tier, der Riesensalamander, oder? Am meisten beeindruckt hat mich ja seine Fangtechnik. Erst ganz gechillt da liegen und abwarten, bis ihm etwas direkt vors Maul schwimmt. Und dann greift er blitzschnell zu und saugt seine Beute ein. Und das Gleiche mache ich jetzt auch. Ich futter ganz schnell, denn ich habe einen riesen Hunger. Lecker, oder? Ja. Okay, Leute, ich habe ein bisschen geschummelt. So schnell kann ich auch wieder nicht essen. Der Riesensalamander aber schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus.